Ja, nachdem das ja live rough and dirty ist, ist das Ganze noch kurzerhand mit einem Überraschungsgast geschmückt worden. Und zwar hat uns gerade noch besucht vorher die Monika Unterkofler von Stimme und Gegenstimme. Und der möchte ich jetzt ganz einfach, bevor wir dann in das Abendprogramm reingehen, noch 3 Minuten mein Mikrofon geben, damit sie ihre Stimme euch schenke und euch sagt, was Stimme und Gegenstimme heißt. Bitte. Was ist das Ziel dieser Zeitschrift? Also wir leben in einer Zeit, in der gutes Geschlecht gemacht wird, Recht wird zu Unrecht oder umgekehrt. Und der Großteil der Bevölkerung weiß mittlerweile, also dass die Medien nicht mehr wahrheitsgetreu berichten, dass vieles zensuriert wird, dass wir auch belogen werden. Und die Menschheit befindet sich in der Pubertätsphase. Sie will sich ihre eigene Meinung bilden können. Und um sich eine eigene, objektive Meinung bilden zu können, braucht es eben die Gegenüberstellung von Stimme und Gegenstimme. Und die Unterscheidung also erfolgt nicht mittels Information, das meint Intelligenz oder Wissen, sondern durch unsere Intuition. Jeder Mensch hat eben die Gabe, mittels Intuition unterscheiden zu können, was ist Wahrheit oder was ist Recht und was ist Unrecht, aber nur, wenn er beides hört, Stimme und Gegenstimme. Und das ist das Ziel dieser Zeitschrift. Also sie berichtet eben in Nussschalenform kurz also zu den Mainstream-Medien, quer durch also die Bank, also über Bildung, Wissenschaft, Erziehung, also Politik und so weiter, immer in Kurzfassung mit Quellennachweis, also was die jeweilige Gegenstimme dazu ist. Das kann man kostenlos abonnieren. Ich habe heute ein paar Kostproben mitgenommen und Sie dürfen sich da gerne in die Liste eintragen. Also danke fürs Zuhören und in diesem Sinne, das Volk hat ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. Herzlichen Dank, liebe Monika.